Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Samstag, den 16.09. Schauen wir, was haben wir heute? Die zwei der Schwerter. So ein bisschen Unentschlossenheit, Unentschiedenheit. Ja, naja, das passt vielleicht auch ein bisschen zum Samstag, ne, wenn die Arbeitswoche so hinter einen liegt und die Stimmung eher auf ich ruhe aus oder unternehme etwas Schönes steht, aber da kann natürlich einfach dann Zwiespalt auch hineinkommen. Ne? Eigentlich möchte ich liegen bleiben, andererseits möchte ich viel unternehmen, heute die Zeit nutzen. Ja, spüre in dich hinein, was wirklich dran ist, ja? Was dir am Herzen liegt, was wichtig ist, was deine Seele braucht. Ne? Ja, vielleicht hast du dich hier auch mit anderen über etwas zu einigen. Ja. Ja, eben, was auch dran ist als nächstes, was zu besprechen ist. Die Argumente dürfen jeweils ja, vorgetragen werden. Ne? Es hat alles etwas für sich. Aber naja. Letzten Endes ist eine, ja schon auch eine Einigung wichtig, ne? Und wenn du dir eben Rat auch von verschiedenen Seiten einholst, ja, dann bedenke es ruhig mit, aber folge hier auch deiner Seele, ne? Was bringt sie in Leichtigkeit, ne? Was lässt sie vorankommen? Es ist vielleicht auch wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen. Ne? Gerade wenn bestimmte Entscheidungen vielleicht auch anstehen, auch größere Entscheidungen. Ne? Nicht nur, was heute am Tag gemacht wird oder eben auch nicht, sondern ja, ein Draufblick tut wichtig. Ne? Und hilft auch nochmal in Entscheidung zu kommen. Aber ne, hör dabei einfach auch auf deine eigene Seele. Ja. Lass dich auch nicht von dem aufhalten, was dir Angst und Sorge bereitet. Ne? Es hilft manchmal einfach auch die Vorstellung, wie würde ich entscheiden, was würde ich tun, wenn alles möglich wäre, wenn es keine Einschränkungen gäbe, ne? Ich jetzt nicht scheitern würde an, was weiß ich, zu wenig Handlungsspielraum oder zu wenig Finanzen, zu wenig Kontakte, ja, Unterstützung, ne? Ja. Schau einfach, ne, was sich da vielleicht eins nach dem anderen auch entwickeln lässt. Und wenn du heute keine Entscheidung findest, ne, in bestimmten Angelegenheiten, ja, obwohl sie eben wichtig wären, dann schlaf noch mal lieber eine Nacht drüber auch. Ne. Ja, gerade wenn es um ein Angebot geht, ne. Ein Angebot, ein Antrag, ja, auch wie du zu dir selber stehst, ja, die Blumen zeigen auch den Selbstwert an, ja, ob du ein Angebot annehmen sollst oder nicht, oder ja, wie sich's gestalten soll, ja, schau genau hin, ne? Wir haben hier die, oben die Pik-Königin mit dabei, das entspricht der Königin der Schwerter. Ne? Die ist unabhängig, die verschafft sich tatsächlich einen Überblick, geht eine Sache auch mit Weitblick an, ne? Mit großer Klarheit und Wissen. Ja, ja, wägt deine Argumente da auch ab, ja, und entscheide einfach auch entsprechend ja, deiner Meinung, ne? Deiner Intuition. Ja, vielleicht ist hier auch nochmal heute schön,
nicht die Möglichkeit, da in Ruhe und Frieden zu kommen, in Meditation zu gehen, ins Gebet, ne? Ja, und aufmerksam und still einfach auch zu hören, ja, wohin es gehen kann, ne? Ja, und ansonsten, so ganz alltäglich betrachtet, ne, ist der Tag einfach auch ein Geschenk. Ne? Tut dir selber etwas Gutes. Ja, versuch nicht zu viel zu tun. Wenn einfach auch das Ausruhen vielleicht dran ist, ne, dann ist das dran. Ja, hör auf deine Seele. Ne? Du bist einzigartig. Lebe verrückt, lebe mutig und lebe dein Sein. Ja, vielleicht magst du heute auch mal etwas ausprobieren, ne? Was du dir schon lange vielleicht vorgenommen hast, noch nie getraut hast, soll ich nicht? Ja, hier wirst du ermutigt, ja, mach das einfach auch mal, ja. Vielleicht, was weiß ich, sie hat hier rosa Haare. Vielleicht magst du die Haare neu färben oder ne, also solche Dinge, der ja, eine neue Klamotte zulegen oder ja, vielleicht auch, was weiß ich, wandern gehen. Ja. Gartenarbeit, was du auch. Ja, was dich auch in positiver Weise einfach herausfordert, was dir entspricht. Ja, heute ist vielleicht hier gute Möglichkeit dazu eben. Vielleicht gibt es ja auch eine Einladung zu etwas, was dir ein bisschen verrückt und abgedreht erscheint, aber du, ja, tatsächlich, was dich ein bisschen auch lockt, ne? Vielleicht eine bestimmte Reise, ein bestimmter Ausflug. Hier haben wir die 34, ergibt zusammen die 7. Aber beim Wagen, da gibt es ja auch, ne, diese zwei Seiten, die zwei Pferde, weißes und dunkles Pferd. Ja, es gilt, sich da selber einfach auch klar zu werden, einig zu werden, was, ja, was einem entspricht, ne? Dann mal los. Alles klar. Bis bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.